eine positive Entwicklung aus seiner Sicht. So, und jetzt darf ich jemanden abmoderieren, den wir hatten vor uns die Freunde-Geschichte. Wer hat Freunde verloren und wer hat Freunde gewonnen? Ich habe auch ebenfalls, wie viele von euch, sehr viele Freunde verloren durch Corona und aber viele neue Freunde gewonnen. Und einer der besten neuen Freunde, die ich gewonnen habe, ist der Nils aus Leipzig. Und es ist mir deswegen eine ganz besondere Ehre und ein besonderes Vergnügen, ihn jetzt anmoderieren zu dürfen. Er wird ein paar Worte zu Zwönitz sagen. Zwönitz aus Leipzig, vielleicht hat der ein oder andere schon davon gehört. Verrate nicht alles. Ja, Entschuldigung. Und während dieser Rede, ich bitte um Entschuldigung, wir müssen während dieser Rede live hier Technik umbauen. Da wird es mal eine halbe Minute Unterbrechung geben, damit wir euch ein Video zeigen können, dann auf der LED-Wall mit Ton. Deswegen nicht wundern, es wird also während seiner Rede eine kurze Unterbrechung geben. Einen herzlichen Applaus für Nils. Danke. Ja, also nochmal zur Klarstellung. Zwönitz ist ein kleines Dorf oder eine kleine Gemeinde im Erzgebirge. Und warum ich von Zwönitz heute was erzählen will, ist, ich habe mir also, nee, Moment, bevor wir von Zwönitz anfangen, ich muss auch noch was zu dieser ganzen Polizeigeschichte sagen. Also wir haben in dem einen Jahr Demonstration alles erlebt. Wir haben Polizeigewalt erlebt, aber ich kann euch ganz sicher sagen, ich habe zu Hause eine Liste. Da stehen die Anfangsnummer der Einsatzhundertschaften drauf. Und ich kann euch sagen, überall, wo ich ein schlechtes Kreuz machen musste, das sind immer dieselben Einsatzhundertschaften. Und so wie zum Beispiel heute diese Demonstration geschützt und natürlich auch versucht wird, die Maßnahmen umzusetzen, so stelle ich mir das vor, dass eine Demonstration abzulaufen hat. Und deswegen kann ich sagen, die 13, die kommt definitiv auf meinen Zettel und kriegt einen schönen grünen Smiley. Das ist einfach so. Genau. Ich habe auch im letzten Jahr mit vielen Polizisten geschrieben. Es gibt sogar Polizisten, die uns manchmal so ein paar Einsatzpläne zuspielen. Es gibt Polizisten, die sagen, es gibt einfach auch Hundertschaften, für die schämen wir uns auch, oder sagen wir mal so, die sind auch nicht besonders stolz auf die. Und ansonsten denke ich, wenn man die Nummern der Einsatzhundertschaften abgleicht, sind es immer dieselben. Also zumindest mache ich so die Erfahrung. Also wenn ich hier... Ich nenne jetzt keine Zahlen. Die 13. ist für mich ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Genau, danke. So, ihr seid Stadtler, genau. Also passt auf, Leute, es ist mir ein großes, oder... Ja, ich habe in dem letzten Jahr auf jeden Fall eine Sache gemacht. Ich muss mich auf diesem Wege auch mal bei den öffentlich-rechtlichen Medien bedanken, denn sie haben mir eins gelehrt: dort, wer am meisten mit Dreck beworfen wird, den muss man sich immer genau angucken. Und das habe ich gemacht. Als erstes war ich natürlich erstmal ein bisschen erschüttert, dass man uns mit Dreck beworfen hat. Das war eine völlig neue Erfahrung, weil ich doch dachte, okay, wir machen doch hier alle was Gutes. Dann wären die Reichsbürger mit Dreck beworfen. In Frankreich die Gelbwesten. Was haben wir denn noch alles? Ach ja, ihr kennt das alles selber. Ärzte, die die Wahrheit sagen. Also alle, die mit Dreck beworfen werden, die schaue ich mir immer ganz genau an. Ja, Rechtsanwälte, Polizisten. Ja, und jetzt ist es so, dass die letzte große Geschichte, die ich mir angeguckt habe, war ein kleines Dorf in Zwönitz. In Sachsen, das nennt sich Zwönitz, Entschuldigung, im Erzgebirge. Und ich habe mich gefragt, in Sachsen ist es ja so, es kennt ihr sicherlich alle, die Montagsspaziergänge, die auch heute wieder stattfinden, auch heute wieder in Zwönitz. Wir haben, glaube ich, jetzt über 70 Städte. In vielen Städten sind weit über 500 Leute am Laufen. Ich bin ganz gern bei den Städten, wo 30, 40 Leute laufen. Das macht mir unheimlich viel Spaß, mich mit den Leuten zu unterhalten. Ja, und... Nur mal kurz zum Nachrechnen. Über 70 Städte jeden Montag in Sachsen mit ungefähr 500 Demonstranten. Das sind, wie viel? 35.000 Demonstranten jeden Montag allein in Sachsen. Genau. Ja, es ist also so, dass
Wenn man irgendwas über die Montagsdemos gehört hat, hat man was über die rechtsradikalen, Nazi-Reichsbürger, Corona-leugnenden Sachsen in Zwönitz gehört. Und da ging natürlich meine Warnlampe sofort an und ich habe mir gesagt, oh, Zwönitz, das musst du dir direkt mal angucken. Was ist denn da los? Als jetzt vorletzte Woche war die Polizei dort und die sind mit denen natürlich nicht fertig geworden. Es gab unschöne Bilder. Die Zwönitzer haben sich's nicht nehmen lassen. Sehr geschickt haben die das auch gemacht. Und dann hat man, und da war für mich klar, dass die Antifa hier im Staatsauftrag handelt, das kann man nicht mehr bestreiten. Denn als die Polizei mit denen nicht fertig geworden ist, hat man sich entschieden, aus über 70 Kilometer Entfernung die Leipziger Antifa nach Zwönitz zu kommen, um diesen Nazis, Reichsbürger und so weiter zu zerschlagen. Es geht ja gar nicht darum, denen auf die Fresse zu hauen. Nein, es geht darum, eine sinnvolle Geschichte zu zerschlagen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss unbedingt herausfinden, warum ausgerechnet Zwönitz? Warum? In Freiberg laufen viel mehr Menschen. Und dann haben wir uns mit den Zwönitzern connected und die haben zu uns gesagt, ja, das ist ganz einfach, Nils. Wir haben eine Gemeindeversammlung nach Artikel 28 des Grundgesetzes gegründet. 28, ne? Und das ist ganz wichtig und ich würde mir von Herzen wünschen und deswegen will ich hier gerade die 5 Minuten nutzen und reden. Das Einzige, was euch von der Rede hängen bleiben soll, ist Artikel 28 Grundgesetz. Lest euch das bitte durch. Dort steht im Absatz 4 drin, jede Gemeinde in Deutschland hat das Recht, eine Gemeindeversammlung einzuberufen. Und dann hat dieser Mann, der mich darüber aufgeklärt hat, gesagt, weißt du eigentlich, wer die mächtigsten Männer und Frauen in unserem Land sind? Da habe ich natürlich gesagt, was? Angela Merkel. Und da hat er gelacht und hat gesagt, nein, es sind die Bürgermeister. So sieht es nämlich mal aus. Und dann habe ich mir das angeschaut, das hat sich für mich auch bestätigt. Und jetzt ist diese Gemeindeversammlung gleichzusetzen mit dem Bürgermeister. Wenn also die Gemeinde, und da ist es ganz wichtig, die kleinen Gemeinden, in denen viele Leute mit diesen Corona-Regeln nicht einverstanden sind, so sagt er, Zitat, sind in der Lage, für ihre Gemeinde diese Corona-Maßnahmen aufzuheben. Und weil das diesen Ministerpräsidenten in Dresden völlig bewusst ist, schickt er Woche für Woche für Woche Einsatzhundertschaften in ein friedliches kleines Dorf, wo kein Mensch irgendjemanden, irgendeiner Fliege was zuleide tut und versucht, die Situation zu zerschlagen. Nicht, weil sie irgendwelche Leute anstecken können. Nein, weil diese Menschen erkannt haben, dass der Souverän der Gemeinde die Gemeinde ist und kein Bürgermeister. Genau, und schon gar nicht der Ministerpräsident. Der Bürgermeister von Zwönitz hat die Situation auch erkannt. Diese Sache läuft schon seit 2015. Es gab also im Rahmen dieser Gemeindeversammlung einige erfolgreiche Abstimmungen vom Volke, von der Gemeinde Zwönitz, die eben der Bürgermeister dann nicht durchsetzen konnte, weil sein bester Freund, der Bauingenieur Müller, sage ich jetzt einfach mal, gern was Neues gebaut hätte. Nein, die Gemeindeversammlung hat gesagt, wir haben das Geld nicht, also machen wir das nicht. Und das hat funktioniert. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch das anschaut. Ihr habt sicherlich alle Telegram, gehe ich fest davon aus. Schaut rein und gebt ein Gemeindeversammlung Zwönitz und connectet euch mit diesen Leuten dort. Fragt die, wie die das gelöst haben. Wir haben es auch getan und wir werden versuchen, das umzusetzen. Und jetzt, Markus, du kannst jetzt nicht weglaufen. Jetzt ist es so, dass die Zwönitzer den Schritt gewagt haben, ein Interview zu geben mit einem Journalisten, der sich, dieser Kanal nennt sich die Tageskorrektur, der hat das genau beleuchtet und die wichtigen Fragen gestellt. Es ist der Daniel und der Hajo. Und Daniel und Hajo sind sich der Situation bewusst, dass wenn sie diese Gemeindeversammlung jetzt medial aufbereiten, dass es natürlich zu Gegenwind kommt. Und dieser Gegenwind kam prompt, nämlich einem Tag, nachdem das Video ausgestrahlt wurde,
ist unser Ministerpräsident, weil es ihm wirklich ein Anliegen ist, wieder nach Zwönitz gefahren, hat sich den Bürgermeister geschnappt, ihm ordentlich den Kopf gewaschen und einen Tag später hat der Bürgermeister bei der Stadt Zwönitz ein Bild veröffentlicht, nämlich das Bild aus diesem Video von diesen zwei mutigen Frauen, die wir jetzt gleich einspielen werden, und hat gesagt, Bürger von Zwönitz, entfernt euch von diesen faschistischen, nationalsozialistischen Antisemiten. Also wirklich die allerletzte Schublade. Wir können alle nur mit dem Kopf schütteln, aber ich kann euch eins verraten, Zwönitz steht hinter der Gemeindeversammlung und das kotzt die da oben so richtig an. Und ich würde gern... Das acht. Yo. Nehmt das mit, redet mit jedem darüber. Wir können das in den Gemeinden lösen. Wir müssen es nicht vorm Reichstag klären, wo man wieder irgendeine False-Flag-Aktion startet, um die Reichsbürger zu diffamieren oder die Querdenkenbewegung oder. Das Kennedy an diesem Tag in dieser Stadt war und gesagt hat, ich sehe hier keine Nazis, das hat kein Schwein berichtet und das ist beschämend, beschämend ist das. Und jetzt kommt ganz persönlich für euch ein Gruß aus Zwönitz. Markus, spieß bitte ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein herzliches Glück auf aus der Werkstatt Zwönitz. Wir sind Ina und ich bin Claudia von der Gemeindeversammlung in Zwönitz im Erzgebirge im wunderschönen Sachsen. Und bei uns spielt sich aktuell große Weltpolitik ab in unserem kleinen Städtchen. Wir gehen montags täglich spazieren, um unseren Unmut kundzutun und um Verbesserungen hervorzurufen in unserem Land. Wir denken an euch bei der Demonstration in Berlin. Wir stehen hinter euch, habt euer Ziel fest im Auge, verliert es nie und wir wünschen euch alles Gute dafür. Glück auf! Glück auf! Um Unmut kundzutun und um Verbesserungen hervorzurufen in unserem Land. Wir denken an euch bei der Demonstration in Berlin. Wir stehen hinter euch, habt euer Ziel fest im Auge, verliert es nie und wir wünschen euch alles Gute dafür. Glück auf, Glück auf. Ja, also wer sich das gesamte Video mit den guten Fragen und den wirklich sehr guten Antworten der Gemeindeversammlung Zwönitz anschauen will, der kann das tun auf dem YouTube-Kanal Die Tageskorrektur. Wirklich interessant. Genau, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer als nächstes dran ist. Und wie gesagt, geht auf den Telegram-Kanal Gemeindeversammlung Zwönitz, sprecht mit euren Initiativen. Mich hat gerade eine Frau gefragt, ob das auch in Hamburg funktionieren würde. Ja, ich denke, wenn das in den ersten kleinen Gemeinden Schule macht, kann das losziehen wie eine Welle, weil es einfach fest im Grundgesetz verankert ist. Steffen? Der Steffen ist jetzt noch hier dran. Steffen, ich weiß gar nicht mal, über was du reden willst. Das war heute alles. Okay. Also dann, Applaus für Steffen.